Comedy-Männer, Folge Nummer 44, handelt von Ferien, Ferien und nochmal Ferien. Mein Name ist Stefan Büsser, mit mir sind der Michael Schweizer und der Aaron Herz. Ich frage nicht, wieso es geht. Wir haben schließlich Ferien. Wir haben Ferien! Wir haben Ferien. Über das reden wir heute. Es ist die letzte Ausgabe vor der langen Sommerpause. Wir sind zurück Mitte November mit der Tour. ja, vielleicht machen wir vorher auch noch ein paar Podcasts. Ja, vorher machen wir noch ein, zwei. So ein Goodie. Ein Goodie auf dem Weg. Sagen noch nicht, gierig werden. Sagen noch nicht, wenn wir zurückkommen. Die sollen uns vermissen jede einzelne Woche. Ja, und sonst hören wir die Alten einfach nochmal. Es ist nicht so, dass wir es nicht einfach nicht wissen. Ja, wir halten uns das jetzt mal offen. Natürlich trotzdem möchte ich ja wissen, wie geht es euch? Oh. Ja, es geht mir nicht so gut eigentlich. Und der Grund bist du, Büssi. Was? Es ist das passiert, was ich nie haben wollte eigentlich. Ich habe den Wellenseitig wirklich nicht von letzter Woche. Nein! Ich habe den ja, der Wellenseitig. Der ist bei der Flo. Der Wellenseitig Gang. Der ist bei der Florence Fischer. Ja, Florence. Grüße. Der Wellenseitig Gang. Ich bin auf dem Promi-Status von dir angekommen und zwar nicht im Guten. Oder? Es gibt ja kein gutes Status. Offensichtlich nicht. Das habe ich jetzt auch müssen lernen. Bin ich mit der Familie. Schön, oder? Geh baden am Fluss. Wunderbar. Den Velo wollen heimfahren. Fahrt das Auto an. Steigen da junge, nette Leute aus, oder? Und steht einer von denen. Hat ein einen Tee gehabt schon? Und steht da vor mir an. Hey, ich kenne dich. Ja, bist du Lehrer? Ja, manchmal bin ich auch Lehrer. Ja. Hey, kannst du mich bitte durchlassen? Lässt er mir einen reissenden Kollegen auf die Seite, lässt er mich durch, von weitem ruft er hin. Warte mal! SRF! Büssi! Und dann sein Kollege, ja, Aaron Herz, jetzt hör auf, umheben. Und ich bin einfach nur geradeaus weitergefahren. Und dann hast du Juncker und hast gesagt, Schweiz, ich hab die Schnur jetzt, ist gut. Wirklich. Ja. Grüße an dieser Stelle an den Kollegen, der schön nüchtern noch ein bisschen geblieben ist und das Ganze ein bisschen im Zaum behalten. Er meint es wahrscheinlich nicht böse, aber es ist so das Level im Moment, wo ich finde, ja, ich sage gern hoi, kein Problem, aber einfach, nein. Lustig, dass sie nicht können fahren. He? Ja, er ist nicht gefahren, Gott sei Dank. Gescheiter nicht. Noch nicht. Gescheiter ja, nicht. Ja, wir sind endlich gegangen letzte Woche am Flughafen. Sind auch so ein paar Jungs hinter mir auf dem Rollband gelaufen. Und dann, weißt du, also hinter mir, ein Meter, so der Abstand, den du halt hast. Und dann auch so, das ist ja doch da vorne, hä? Ja, den kennt man doch. Ja, das ist so, hä? Hä? Comedian, kann er wissen. Zwei, wer ist das? Und andere, ja, kennst du ein Bachelor-Video, hä? Schau, das steht da vorne. Und irgendwann wirklich so nach gefühlt einer Minute habe ich mich umgedreht und habe gesagt, ich habe im Fall Ohren, ich höre euch. Dann hast du, ey, Jungs, wirklich. Das finde ich im Fall etwas vom Ekligsten, wenn Leute über dich reden, und zwar so, dass sie genau wissen, du hörst es. Komm doch, sag, ey, bist du nicht der Büssi? Da habe ich Freude, hast du Freude, bin ich freundlich. Und nachher bin ich einfach weggelaufen, weißt du, so, und die werden nachher, ich weiß nicht, die werden weitergehen. Das ist verdammt arrogant, sag nicht mal grüezi. Das ist genau der Punkt dann, oder? Aber dass sie sich vor einer Minute lang wie Idioten verhalten haben, so, wo du findest, ja. Ihr könnt einfach ganz normal. Schnell Hoi sagen, hallo, ist okay. Ja, aber nicht von hinten irgendwie am Grind anheben. Auch awkward im Nachhinein schreiben, «Hey, ich habe dich dort und dort gesehen, ein DM.» So, «Ja, okay.» «Ja, noch besser schön. Mit Fotos am liebsten so.» «Haha, schau, ich habe dich gesehen, die IKEA.» «Ja, cool, gratuliere.» Lustig, vor ein paar Wochen haben wir einen Dreh gehabt, der Büssi und ich für den Schweizer Bauernverband. Der Büssi in der Hauptrolle, ich war hinter der Kamera. Gewesen, und dann haben wir dort auf einem Bauernhof gedreht mit dem Bauer vom Hof quasi. Und dann irgendwann kommt sein Vater und läuft schnurstracks. Läuft schnurstracks auf der Büsse. So. Kennen Sie doch? Und der Büsse, ja. Ja, selbstverständlich kennen Sie mich. Sie haben doch da immer da Futtermittel verkauft oder Dünger verkauft. Oder?
schön. Wieso weißt du, wo man es so gar nicht tun? Da bin ich, nein. Doch, ich kann ich doch immer da das mitlassen. Nein. Da kannst du nicht wieder glauben. Ja, sehr sonst. Der zweitbeste. Ja. Ich kenne dich doch vermeintlich im Moment, den ich erlebt habe. Der andere war am Zurich Film Festival mal vor ein paar Jahren. Wo einer kam und gesagt hat, können wir ein Foto machen? Ich so, ja. Und schon, weißt du, parat gemacht, so für Selfie. Und er so, nein, also du von mir, vor dem Zelt. Und so. Und gell, Kollege, und nur hat es verpasst. Und dann hat er es gemerkt. Weißt? Dann so, also, kennt man dich? Weißt du, und du hast gemerkt, er hat es nicht gespielt. Es gibt ja dann auch die, die lustig tun wollen. Aber dann hat er wirklich, das hast gemerkt, das ist ihm nachher hochgradig peinlich. Ich muss so, hey, ja überhaupt im Gegenteil. Das ist mega so herzig. Ist mega, super. Alles gut. Schön. Michael, wie geht's dir? Ja, ich weiss auch nicht. Ich bin ein bisschen, es geht auf Ferien zu und ich muss einfach wieder feststellen, dass einfach die Kultur vom Coup in der Schweiz je länger je mehr verloren geht. Der Schweizer Coup. Ja, die Güpper. Es gibt einfach immer weniger Orte, wo man einen guten Coup essen kann. Und ich frage mich einfach, wieso? Wenn ich doch ein Beiz habe, oder? Kommt wieder mal ein Schweizer Restaurant-Tester, oder? Ist doch einfach nur schon ein Grund, irgendwo hineinzugehen, ich weiss, weil dort komme ich garantiert nachher noch einen guten Coup. Zuerst das Cordon Bleu, Festival vielleicht sogar, nachher noch einen guten Coup. Und es ist so einfach. Du musst die Klasse nicht mal selber machen. Gute Klasse kann man kaufen. Du musst nichts von, du brauchst keine Pfanne, kein Alter. Du musst nicht mal einen ausgebildeten Koch oder Köchin haben, der das macht. Du musst nur jemanden haben, der in der Lage ist, mit der einen Hand, mit dem Löffel in der Ring, eine schöne Kugel rauszuziehen. Nachher schlägst du ein bisschen richtig schön frischen Rahm. Nicht den aus der fertigen Spraydose, oder? Dann musst du mit ein bisschen Früchte garnieren, vielleicht noch ein paar Splitter drüber. Und dann zum Beispiel bei meiner Danmark, schön ein bisschen warme Schokosauce dazu oder irgendetwas so, ein bisschen, und dann bringst du es mit viel Freude raus. Aber was da einem als Coup in diesen Beizen verkauft wird, ich verstehe es nicht. Und ich meine, so eine Kugel Glas kostet ja maximal im Einkauf einen Franken. Und am Schluss schreibst du den Coup für, sagen wir in Zürich, für 12 Stutz an. Also kannst du richtig schön Marge machen. Aber nein, du kommst wirklich nur noch Dreck über. Ich will wieder mal irgendwo hergehen, wo es richtig gute Güpper gibt. Tipps in DM. Wir haben jetzt einen Sommer lang Zeit, um jeden Tipp auszuprobieren. Unbedingt, ja. Wenn ihr einen Laden wisst, wo es einen richtig guten Güpp gibt, und zwar nicht nur in Danmark, sondern es kann mal auch einen Bananensplitz oder einen Romanoff oder so. Also die Klassiker immer rein. Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es kommen Tipps. Michael.schweizer79. Ich freue mich auf Instagram, ihr findet mich auf Facebook und auf OnlyFans. Ich freue mich auf euch. Er schreibt euch nicht zurück, aber er frisst es. Das kann ich garantieren. So ist es. Ja, wie geht es denn dir, Stefan, sonst, wenn du nicht gerade rumfliegst und abhebeln kann man jetzt nicht sagen. Nein, aber, so schlimm ist es dann nicht. Ja. Aber ich bin Summer ready. Ja. Ich bin Summer ready, auch die Hause, weil ich werde die Mehrheit vom Sommer die Hause verbringen. Jawohl. Weil ich ja dunstig als habe, natürlich. Der Mann arbeitet. Der Mann arbeitet. Und ich habe, und das ist jetzt tatsächlich passiert, ich habe mir einen Grill gekauft. Ohne Steckdose, ohne Kabel. Es ist kein Elektrogrill. Wow. Es ist ein richtiger Gasgrill. Ich habe gedacht, es ist der Moment, um auf russisches Gas umsteigen. Okay. Jetzt, wenn nicht jetzt, wann dann. Ja. Und ich habe einen Gasgrill gekauft. Ich habe nicht gewusst, dass man zusammenbauen muss. Jawohl. Das war ein bisschen schade gewesen, dass ich das nicht gewusst habe. Das hat mich noch mal einen Tag gekostet, aber gut. Schön. Und das hast du als erstes gemacht? Bratwurst. Ja. Es war ein Olmer Bratwurst gewesen sogar. Es war ein Olmer Bratwurst, den ich natürlich mit Senf gegessen habe, wie sich das gehört. Ja, natürlich. Und muss aber gleich jetzt noch schnell sagen, das war ja ein Geschenk gewesen von SRF 3, das ich damals bekommen habe. Gucci für einen Grill, oder? Ah, richtig, ja. Dann habe ich eingelöst und dachte, gut, wenn ich ja irgendwie da ein paar hundert Franken schon Gucci habe, dann lege ich selber noch ein bisschen etwas oben drauf und kaufe mir dafür einen richtig guten Grill. Jo. So einen King Broil Monarch 320. Ja? King Broil Monarch 320. Ja. Okay. Das ist nicht der kleine Bruder von der Queen, sondern das ist, Das ist der Monarch. Richtige Grill. Ja. Und das ist ja, also, ist ja wie egal, wo du auf dieser Website du geschaut hast, wie die Grill heissen, du bist ja im Minimum King. Also unter King machen sie es nicht. Jawohl. Also wirklich, wenn es an einem Ort toxische Männlichkeit zum Live-Anschauen gibt, dann ist es der Bereich Grill. Wow, ja. Auch wenn du dir, dir Grill-Typen anschaust auf YouTube und so, aber extra vorher ein bisschen YouTube. Absolut. Das ist wirklich lowest hanging fruit. Wirklich. Ja. Wirklich, du kannst nie nicht mehr den gleichen tun, als wärst du sich, als mit einem Grill. Ja. Fucking hell, du machst einfach ein bisschen Feuer mit einem Knopf. Ja. Und nachher tönt es, als wären es Helden. Ja. Moment. Also, Achtung, Beispiel im Anflug. Nein, also.
Ja, bitte, verzeih. Weißt du, wenn ihr natürlich irgendwo Migros geht, oder? Und dort den fertig marinierten Schweinshalsdreck nehmt aus irgendwelcher Massentierhaltung und dann einfach schnell den Grill einschalten und das drauf tut. Ja, okay, das ist keine Leistung. Sondern? Aber ein Grill ist so viel mehr. Das ist so viel mehr, da kann man sich stundenlang drauf tun. Und noch länger darüber unterhalten. Ja, selbstverständlich. Ach Gott, das ist dann vielleicht die richtige Temperatur. Ja. Also die richtige Temperatur. Rauch oder kein Rauch. Ja, natürlich. Ja. Und dann ist entscheidend auch Rost oder Platte. Ja, richtig. Gas oder Kohle. Gas oder Kohle, es hat alles dafür und dawider. Aber schön, bist du in dem Game endlich angekommen. Ich bin dabei. Ich habe ja auch ein Video, das der Schweizer geiler macht als 20 Minuten YouPorn. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich tue das in die Insta-Story jetzt. Du zeigst dich. Ich zeige mich, wie ich in Crocs Fleisch mache. Ja. Auf dem Grill. Und ich habe gewusst, es sind nur 4 Sekunden Video, mit nichts kann ich den Schweizer glücklicher machen als mit dem. Weil ich nicht dieser toxischen Männlichkeit ja komplett nicht unterwegs bin. Nein, null, zero. Sondern eben, ich stehe auch gerne mal in den Crocs dort und nehme alles easy. Aber es ist mir wirklich aufgefallen, dass es die Blöfferei, die eben auf YouTube und also eben unter Grillchef macht es keinen. Und es ist wirklich... Ich bin mir als alles andere vorgekommen als Chef oder King oder Monarch, wo ich das Zeug zusammengesetzt habe. Weil es ist eine wahnsinnig komplizierte Anleitung. Ich habe es mit jemandem zusammen gemacht, der schon 4 Grill zusammengebaut hat und nachher gefunden hat, das ist die schlechteste Anleitung, die ich je gesehen habe. Also kauft euch den Grill nicht, wenn ihr gerne einfach zusammenbaut. Ich finde vor allem so, wir haben alles geschafft gehabt und dann kommt das letzte Teil, ich muss noch den Henkel anmachen. Am Deckel. Der Henkel am Deckel, weil ja, musst ja den Deckel kannst du schlecht von Hand aufmachen. Oder musst schon mit dem Henkel, wenn möglich. Ja. Dann sind wir bei dem Punkt und merken, der Henkel, den sie eingelegt haben, ist der falsch. Okay. Er ist nämlich grösser als die beiden Löcher. Grossartig. Haben wir mega fest gefolgt. Das ist das, was du noch willst, nach irgendwie 5 Stunden zusammen aufbauen. Ist das wirklich so lang gegangen? Nein, es ist nicht ganz 5 Stunden gegangen. Aber trotzdem ist es einfach so, du willst jetzt eigentlich nur noch grillen. Ja. Weil er steht fertig vor dir, nur noch der scheiß Henkel muss an. Falsche Henkel geliefert. Da habe ich denen, Grillscheriff, wo ich das Zeug bestellt habe, habe ich denen gesagt, Leute, wirklich, weißt du, Bild gemacht und alles, um zu zeigen, ich bin kein Idiot. Weil im Schweizer haben das Bild auch geschickt, seine Antwort per WhatsApp war, ja, bist sicher du die Schuld. Ja. Hat er verdammt pissig, hat er geantwortet. Nein, du bist ein Wichser. Jetzt schicke ich dir ein Bild, das zeigt, dass es nicht meine Schuld ist. Ja, das kann ja auch irgendwie... Von dem musst du ausgehen im Service. Oder? Ja. Also, in der Regel ist es menschlich zu sagen. Ich finde seinen Anfangsverdacht durchaus begründet. Das ist ja. Ich bin technisch... Also so mechanisch-technisch wirklich nicht der Hellste. Das ist auch der Grund, warum ich sie alleine zusammengebaut habe. Aber in dem Fall habe ich jetzt wirklich nichts dafür können, habe ich denen geschrieben. Ich müsste da und so. Die haben das geschafft in Zürich. Also das ist auch nicht der einzige Grill, den sie jetzt noch hat auf der Welt. So. Und dann haben die aber zurückgeschrieben. Ganz schwierig. Müsste Seriennummer vom Grill zuerst schicken, weil sie haben die natürlich jetzt nicht da. Und sie wissen jetzt nicht, wie sie mit dem Markt. Sie können mir dann irgendwann antworten. Ich bin gespannt, wenn ich dann den Henkel an. Jawohl. Es wird wahrscheinlich anfangs Winter rum. Ja, ich muss einfach hoffen, dass nicht Salt für den Henkel zuständig ist. Gibt es das Update von Salt? Nein, ich habe mich nicht mehr gemeldet. Also wieso auch? Ja. Gut, ja. Wir haben dafür ganz viele Rückmeldungen von euch bekommen. Wir haben gesagt, schickt uns die Fragen per DM. Respektive, wir haben mal eine Umfrage gemacht vor 2 Wochen. Was wollt ihr zum Thema Ferien wissen? Wir gehen direkt in die Fragen rein. Für da wechselt jetzt brüllen oder so. Ja, das stimmt. Die nur hören, wir haben jetzt immer recht lässig, haben wir jetzt Sonnenbrillen angehabt. Ja, voll lauter toxischer Männlichkeit. Genau. Ist auch geil, wenn du mit dieser Sonnenbrille von mir eine grosse toxische Männlichkeit redest. Ja, du bist eben... Zeit für Ferien. Zeit für Ferien. Und wir kommen zu euren Fragen. Da haben diverse wollen wissen, was ist euer schlimmste Ferienerlebnis gewesen? Willst du anfangen? Ja, also in dem Sinn, schlimmes Ferienerlebnis ist nicht so, dass irgendwie ein Hotelzimmer überlaufen ist oder in dem Sinn nicht so ausgesehen hat wie im Katalog. Aber wir sind mal mit den Jungs, sind wir auf Rimini runter mit dem Zug. Dann haben wir dort... Also Jungs, auch irgendwie Anfang 20 wahrscheinlich. Maximal Anfang 20. Haben natürlich dort, sagen wir, guten Alkohol konsumiert, immer ein bisschen. Und dann haben wir gefunden, das ist jetzt eine gute Idee, dass wir uns TÜV mieten. Und dann haben wir so TÜV genommen, das sind nicht so einfach so normale Roller gewesen, sondern so Aprilias.
die sind fucking 90 gelaufen. Und du bist in Rimini und bist noch ein bisschen parat. Wir sind einfach dort mit 90 durch die Stadt durchgebrettert. Huere gefährlich. Und da haben wir erst im Nachhinein so ein bisschen gemerkt, wo wir dann abgestiegen sind und dürfen wieder abgehen. Und so. Der eine zum Kopf ausblühen. Ja, im Stich. Auf der Intensivstation, ja. Also mal Zeit gehabt, zum drüber nachdenken. Das ist doch nicht so eine gute Idee gewesen. Ja. Weil wenn du so im Nachhinein merkst, und so ein bisschen, das war jetzt eigentlich recht gefährlich gewesen. Okay, komm, wir reden nicht mehr darüber, was wir jetzt gerade gemacht haben. Ja. Wow. Ja. Grundsätzlich finde ich, wenn man Menschen sieht und weiss, wie Menschen sind, dass im Straßenverkehr nicht mehr passiert, grenzt für mich an ein Wunder. Also, morgen etwa 5 Autos gesehen, die stehen geblieben sind oder ineinander rein sind. Eben. Aber das ist immer noch wenig. Wenn ich nur schon sehe, wie dumm die Leute sind am Flughafen, nicht einfach mitten in den neuen Staat zu bleiben, ist es ein Wunder, dass im Straßenverkehr einigermaßen absolut einverstanden. Oder laufst du durch eine Einkaufsgasse durch und denkst, jeder von denen kann ein Auto fahren. Ja, ja. So, nein. Also mich nicht ausgenommen. Wenn ich im Nachhinein mir überlege, wo ich eben mit Anfang 20 noch als DJ irgendwie bis am Morgen um 4 Uhr unterwegs war, wie oft ich die Augen beim Schlafen beim Fahren zugehabe und auch ein bisschen geschlafen habe. Und dort hat es noch keinen Spurhalteassistent gegeben, dass da nie etwas passiert nie ist. Nie auf dem Kreis im Durchgang gefahren. Ja, dass das nie mit dem Kopf auf den Plattenteller geknallt ist. Quasi. Das ist wirklich ein Wunder. Ja, wirklich. Schweizi, was hast du für ein schlimmes Ferienerlebnis? Also schlimm in dem Sinn, es ist mir eigentlich lustig, es ist über 15 Jahre her, deswegen gilt es als verjährt, darum kann ich es auch erzählen. Ich bin vor über 15 Jahren in Sardinien in der Ferien gewesen, mit einer damaligen Freundin. Und dann sind wir dort angekommen, sind ins Hotel, sein Zimmer, herziges Zimmer gewesen und so. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dort drin hat es ein WC gehabt und der Spülkasten ist aber so, weißt, so anderthalb oben. Meter über dem WC gewesen. Gell? Mit so einem Kittel dran. Genau. Und dann immer das Wasser ist immer durchgelaufen. Weißt, das gibt's da, weißt du, als würde ich immer fühlen. Ja. Und es waren halt so Hotelwände und Hoteltüren und so, oder? Und ich so, so schlafe ich da nicht, oder? Aber wir sind gerade irgendwie, es war irgendwie 5-6 Uhr, wir sind angekommen und haben dann wieder kurz Nachtessen und so und sind dann irgendwie so 6:30 zum Hotel aus und dann sind wir schnell an die Rezeption und ich sagte, ja eben, das läuft da durch, soll doch bitte jemand schauen, wir gehen jetzt zum Nachtessen, wenn wir heimkommen. Dann hat der an der Rezeption gesagt, ja, es hat kein Problem, kümmern sich selbstverständlich darum, dass ich da jemanden schicke und wenn wir heimkommen, wird es erledigen. Dann sind wir jetzt Nachtessen, kommen wir zurück, ich Zimmertür auf, oder? Nachher habe ich so gefunden, ja gut, also jetzt gehe ich sicher nicht nochmal runter, oder? Sondern jetzt fliege ich das selbstverständlich selber, oder? Und dann bin ich ins Bad rein, Deckel abgeklappt, draufgestanden, also auf die Schüssel draufgestanden, oder? Zumal oben in den Kasten hineinschauen, oder? Ich nicht geschaut, oben anfangen, oder der war oft gewesen, oben, angefangen an den Halterungen rum, oder? Weil meistens ist sie nur ein bisschen verhakt oder ein bisschen verkalkt und dann muss man ein bisschen, wenn eine schnelle Reparatur machen, oder? Und dann sagt sie zu mir, bist du sicher, die Schüssel hebt dein Gewicht? Ich finde es auch keine unberechtigte Frage. Ja. Und ich sage, ja natürlich, wieso auch nicht? Und wirklich, in dem Moment breche ich mit beiden Füßen durch den WC-Deckel da durch, in die Schüssel rein, bam, oder? Und dann logischerweise hinaus, oder? Und weil aber beide Füße in der Schüssel reingesteckt sind, habe ich ja nicht können, quasi. Hast du nicht können auffangen? Ich habe mich nicht können mit den Beinen auffangen, einen Schritt zurück machen und bin mit dem Rücken und der Seite in die Duschkabine reingeknallt und habe die ganze Duschkabine komplett aus den Angeln gehoben, oder? Und bei der Dusche reingelandet, oder? Aber es wird immer noch an deinen Füßen. Das ist noch, ja, also es wird. Ja, also, die Füße ja, sind genau, die Füße sind recht zu. Ist kein Fußbar gewesen. Ich bin also dir gelegen, das hat immer noch so gemacht. Kannst du dir vorstellen? Die ganzen Beine ohne Knöchel, alles verschnitten, weil ja die WC-Schüssel, die ist eigentlich wie versplittert in Art. Ja. Ja. Gut, da habe ich mal aufgerafft, oder? Gell? Wirklich, die Duschkabine war zertrümmert. Einfach zertrümmert. Hätte ich nicht gelacht. Ja, wir haben beide gelacht. Also wirklich, also, als wäre so ein American Football Team gegen die Türen gerannt. So, gegen die Duschkabine gerannt. Dann haben wir das notfallmäßig verarztet. Nachher ist es so gewesen, der Rezeption, oder? Ich kann kein Italienisch, oder? Und der Zufall, weil meine damalige Freundin der italienischen Zunge sehr gut mächtig war.
Und dann habe ich ihr gesagt, kannst du mit mir bitte runter und das erklären? Und sie so, das kannst du selbst machen, du Vollidiot. Ich habe gesagt, steig nicht da drauf. Ich so, er kann kein Englisch, ich habe kein Italienisch, würdest bitte, ich komme mit, ich stehe nebendran, würdest bitte. Aber er versteht es auch nicht, wenn sie es auf Italienisch erklärt. Sind wir runter und ich weiss bis heute nicht, was sie dem an der Rezeption gesagt hat. Aber ich bin aber noch ein Hotel wechseln. Aber sie wird ihm gesagt, schau, das, mein grosser, bleicher, dicker Schweizer Freund ist durch die WC-Schüssel gebrochen und hat die gesamte Duschkabine aus den Angeln gerissen, weil es ein bisschen Wasser tropft im Hintergrund und kann jetzt bitte jemand kommen und das anschauen. Oder? Und ich stehe dort wirklich mit eingebundenen Beinen, oder? Wir haben so Ding, und mache einfach so lachen, so Entschuldigung. Und das hat keine Miene verzogen. Nicht. Der hat nicht keine Sekunde gelacht. Der wird nur der dumme hure Käse-Schweizer, oder? Wo noch seine Freundin vorausschickt. Ja. Wo nicht mal selber die Eier hat an die Rezeption gekommen, oder? Gut. Dann sind wir zurück ins Zimmer, dann sind wir 10 Minuten gegangen, da hat es geklopft. Das ist der Rezeptionist, der war auch der Haustechniker, offenbar. Oder? Und dann ist er reingekommen und dann sieht er die Duschkabine, sieht die Schüssel und dann hat er da wirklich gelacht. Dann haben wir dann alle gelacht. Oder? Und dann haben wir aber 2 Tage lang keinen WC-Deckel gehabt, weil das ist ja auf Sardinien offenbar nicht innerhalb von 3 Minuten zu organisieren, weil wir waren in einem abgelegenen Hotel. Gewesen. Und ja, das ist das einzige Zimmer in diesem Hotel, wo einen neueren WC-Deckel hat. Ja, dank mir eigentlich. Oder? Schön. Ich musste tatsächlich nichts zahlen. Das überrascht mich. Ich hab, die haben weder irgendwie für die komplett ausgerenkte und verbogene Duschkabine noch für den Deckel irgendetwas berechnet. Und deswegen würde ich jederzeit zurück in das wunderschöne Hotel in Sardinien. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein, aber es ist herzig. Ja, google mal WC-Deckel in Sardinien. Dann finde ich es. Ich habe auch ein schönes Ferienerlebnis, das ist eigentlich eben ein Schlimmes, aber im Nachhinein dann auch ein bisschen lustig gewesen. Wir sind direkt, nachdem wir die Schule fertig hatten, KV, mit irgendwie, das bist du 19, 20, irgendwie um das herum, sind wir eine Woche in die Türkei, ein paar Freunde. Und wir sind in ein All-Inclusive-Hotel, wo du so ein Bändel bekommen hast, wenn du über 18 also, bist. Das ist doch letztes Jahr. Mit du also. 2 Jahre. Und dann hast du so ein Bändel mit über 18 und dann hast du Alkohol. Dann haben sie gewusst, die dürfen dir Alkohol geben. Und da hat es wirklich also Raki und auch Herzzeug und so hat es gegeben. Zum gratis, so viel wie du hast wollen und so. Ich fand es geil und so. Sind wir am Abend, also gegen Ende der Ferien, haben wir den Barkeeper so weit gehabt, dass wenn er uns von weitem gesehen hat, hat er 3 Bier schon parat gestellt. Also sie sind schon da gestanden für uns. Und so. Und dann hat es nicht wahnsinnig viele Leute gehabt. Wir sind in dieser Disco, sind mehrheitlich Ältere und mit Familie gewesen und so. Und ein paar Junge hat es gehabt, unter anderem ein paar sehr junge, attraktive Russinnen. Jawohl. Und das war aber noch vor dem Krieg. Gewesen. Das war noch vor mir, knapp vorher. Und da haben wir uns dann wie so ein bisschen untereinander aufteilt, wer probiert es so ein bisschen bei Wählern und so, und sind sehr erfolgreich gewesen. Überraschenderweise, weil es ist nicht so, dass wer Bilder kennt vom Stefan mit Anfang 20, der kann sich vorstellen, wie er mit 18 aussieht. Der weiss, es braucht all-inclusive Alkohol, damit da einigermaßen vielleicht irgendwie so... Mal mit einem auf Handy heben, was ich dann auch geschafft habe. Wir sind dann zusammen am Strand runtergelaufen und haben also wirklich nur Handy gehabt. Und dann sehe ich so im entfernten Schatten laufen, worauf die Russin meine Hand loslässt und sagt, leave now. Und ich so, oh oh. Was? Und sie so, leave now. Und ich so, okay, so, bin weggelaufen. Dann nachher ist sie dann irgendwann später in die Disco gekommen und dann nachher sagt sie, es sei ihr Vater gewesen, der am vom Strand durchgekommen sei. Und ich so, ja, was ist jetzt das Problem? Und sie so, you don't wanna meet him. Und ich so, okay. Mir egal, wir sind ja besoffen gewesen, von egal, wir haben einfach ein bisschen rumgeknutscht und so. Und der Kollege auch hat irgendwie mit der rumgeknutscht. Und dann plötzlich bricht eine von diesen drei bricht zusammen. Okay. So, auf der Hotelanlage, wirklich einfach passed out. Also während der Disco Night, oder?
Ja, ja, das ist genau. Wir sind dann einfach draus am Schwätzen und plötzlich geht die um. Oder so. Und wir, oh, scheiße, oder? Ist es haben wir die, richtige Rezeption? Seine Chancen fürs Handy heben, sind schon wieder gestiegen. Ja, schon wieder eine können heben, dass also die zwei die wirklich können Hand heben an dem. Ja, aber die haben wir wirklich, die haben das zweite geschultert und ja, ja. Die Rezeption gehalten. Das war der erfolgreichste Abend in seinem Leben als 18-Jähriger. Bis dorthin. Flirt-Game am Lachen. Ja, weh, lauf bei mir. Hast du dich an den Tank gehabt? Du hast ihn in den Krankenwagen reingelassen. Ich habe ihn nicht gehalten. Ja, Mann, wenn du sagst, ist es noch besser. Du hast Stichwort schon gegeben. Es ist dann da zur Rezeption sofort den Krankenwagen geholt, okay. Weil man nicht gewusst hat, ja, was ist mit dir? Wirklich nicht mehr aufgewacht, okay. Oder? Sie hat noch Puls gehabt und alles, aber sie ist nicht mehr aufgewacht. Und damals hat es Kautropfen und so, hat es damals nicht gegeben. Und dann nachher ist die dort gesessen und wirklich die Sanitäter sind schon gekommen, gell? Und dann plötzlich kommt um die Ecke eine russische Mama im Stechschritt, läuft zu der an, holt aus und federt deren eine, wie ich es noch nie in meinem Leben gesehen habe. Dann sind sie im Krankenhaus? Also nein, noch nicht. Sie ist noch dort gesessen, aber sie haben sie schon wieder verladen und dann hat die deren eins gehabt, zack, ist die wieder verwacht. Okay. Und Mutter hat die aufgeschrissen und gesagt, so, wir gehen. Und die Sanitäter so, wir würden sie sonst... Nein, sie ist wieder ist gesund. Gut, wir gehen. Sie ist jetzt wieder gesund. Wir gehen. So. Dann kommt eine zweite russische Mutter und fängt uns zuerst auf Russisch an zusammenschiessen und wir so, nichts verstehen, oder? Und dann plötzlich kommt die dritte russische Mutter, die hat dann Englisch können und sagt, what are you doing with the girls? Und wir so, nothing, party, drinking und so. They are 14! Fuck! Und wir so, wow. Was sind die? Wir haben fast schon gekotzt, oder? Wir waren 19, ich wollte nicht mit einer 14-Jährigen rummachen. Und sie haben schon jung ausgesehen, aber geschminkt gewesen und alles. Und sagt, bei weitem nicht wie 14 ausgesehen. Mm-hmm. Und dann nachher sind die Ersten, die zusammengeschissen worden sind, verständlicherweise. Als Zweites sind sie auf der Rezeption los, weil die haben über 18-jährige Bänder gehabt. Wir wissen bis heute nicht, wo sie die Auftriebe haben. Ja, gut, aber sie haben Bänder für über 18 Jahre gehabt. Also sind wir logischerweise auch davon ausgegangen, die sind in dem Fall über 18, oder? Ja. Turns out sind es nicht. Es waren 14 gewesen. Es war dann auch das Letzte, gewesen, wo wir in diesen Ferien irgendwie noch halbwegs aufgerissen haben. Wir haben dann wieso nicht mehr gross Lust gehabt. Auch ein bisschen Angst. Auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Darum ist nachher auch klar gewesen. Ja, und 14-Jährige sind ja leichter zu beeindrucken als 18-Jährige. Ja. Sind wir ehrlich? Was, du hast ein eigenes Portemonnaie? Hurengeil. Im Nachhinein ist mir dann auch klar geworden, warum die anderen sofort meine Hand losgelassen hat und gesagt hat, live, was ich den Vater gesehen habe. Wow. Weil wahrscheinlich wäre ich tot jetzt. Ja, wenn die Mutter so reinschlagen kann. Willst du nicht wissen, was der Vater gemacht hat? Schöne Geschichte. Ja. Schöne Geschichte, ja. Genau. Oh. Ja. Dann, nächste Frage, die kommt von Michu. Welches ist der überbewerteste Ferienort, respektive wo sind eure Erfahrungen total enttäuscht worden? Michael? Soll ich Kreta? Kreta? Nein. Das ist nicht gut. Also das Problem ist jetzt, wenn wir dir das jetzt sagen, oder? Dann kommt sicher jetzt irgendwie, ich bin auf Kreta geboren, es ist die schönste Insel der Welt. Das sind total nette Menschen. Ja. Kreta ist einfach so ein bisschen, es ist einfach staubig. Das ist jetzt nicht so grün, oder? Wenn wir zum Beispiel Mallorca, wo du gut kennst, wo du es auch mal mitgenommen hast, oder? Das ist sehr grün und tolle Vegetation und Kreta ist wahrscheinlich sogar eine Vulkaninsel, ich weiß es nicht, aber zumindest einfach ist das sehr felsig und steinig und so. Ja. Und es gibt irgendwie drei Gerichte, irgendwie, das Moussaka gefressen hast und der Grillkäse. Aber Tzatziki ist geil. Und Tzatziki, dann hast du es wie gesehen, es ist jetzt nicht wie die italienische Küche, wo du wirklich 8 Jahre am Stück jeden Abend an der gleichen Pasta könntest du es top fressen. Aber ja, natürlich mega nette Leute und so und ja, Kreta, also jetzt nicht nochmal gehen. Meine grösste Enttäuschung war Loretta Mann. Jawohl. Das ist dort mit 19. Dort sind wir, glaube ich, ein Jahr später. Und draus sind jetzt 12, oder? Nein. Aber Fun Fact, Anderschuhe, dort haben wir auf dem Hinweg, wir sind mit diesen Marti-Reisen, Gar-Reisen, mit dem Gar auf jeden Fall. Du hast wirklich all das Zeug gemacht. Nicht auslassen, aber gar nicht. Alles gemacht. Und dort haben dann... darf ich das sagen? Ja, ich glaube schon. Sascha Wanner und ich. Natürlich, wir haben sonst. Sascha Wanner und ich sind dann mit dem Bus runter. Und dann auch, wie alle, den Bus viel zu viel getrunken gehabt. Und dann haben wir auch je einen Anschluss gefunden für in den Bus rein. Und dann beide mit denen irgendwie rumgeknutscht im Bus rein. Also schon auf der Hinfahrt? Oi. Und wir haben gedacht, das wäre die beste Ferien ever. Und dann nachher,
hat sich dann herausgestellt, wo sie am Morgen wieder nüchtern neben uns verwacht sind. Sie ist der Busfahrer. Nein, sie haben offensichtlich so viel getrunken gehabt, dass sie recht verschrocken sind, was dann neben ihnen gesessen ist. Ja. Sie haben nicht mit uns geredet für den Rest der Fahrt. Oh, und, okay. Also es war überhaupt nichts Schlimmes. Einfach so, sie haben wahrscheinlich haben sich ab sich selber geekelt. Und, okay. Wir haben auch, und das ist natürlich unsere Hoffnung und dumm, wahrscheinlich auch sehr die grosse Enttäuschung gewesen, wir haben nie mehr auch nur ansatzweise irgendwie eine Frau gesehen dann in diesen Ferien. Okay. Du hast etwa 90% Männer in Loretemoor, wovon irgendwie die Hälfte Spanier und Latinos sind. Also du stehst in der Schlange sehr, sehr weit hinten an, bis du überhaupt mit einer 150 Kilo schweren Engländerin darfst. Du hast wenigstens Kultur schön dort oder so. Keine Ahnung. Kann man nicht etwas Schönes anschauen. Ich weiss, dass der DJ Antoine dort auftreten ist. Also von Kultur okay, kann man glaube ich nicht reden. Nein. Aber um das herauszufinden, dass du weit hinten musst anstehen, hättest du im Fall nicht auf Loretemoor müssen. Hätte auch zu Zürich Ausgang schon gelangt. Ja, das stimmt schon auch. Aber also, was mich als Einziges wirklich beeindruckt hat und eigentlich das Schönste war an Loretemoor, ist die Spezialeingrifftruppe, die sie gebildet haben. Sie haben recht lang das Problem mit Schlägereien und die Polizei immer versucht deeskalieren und so. Und irgendwann haben sie gekehrt und haben gesagt, weißt du was, ist uns scheisse gleich. Wir fahren jetzt immer, wenn es neu mit der Schlägerei geht, fahren wir mit dem Schlägertrupp von der Polizei. Ja, und das ist wirklich krass. Da kommt der Kastenwagen und dann steigen einfach 10 schwerst bewaffnete, also mit Knüppel bewaffnete Polizisten und schlönt einfach drin. Ist da denn Guardia Civil? Nein, ist eben so eine Spezialeinheit. Und das ist denen scheißegal, wer angefangen hat. Das ist Guardia nicht mehr so zivil. Sie wollen dann niemanden auseinanderbringen, sie prügeln einfach drauf und dann, nachdem sie das ein paar Monate gemacht haben, hat es keine Schlägerei mehr gegeben, Leute. Weil du einfach gewusst hast, wenn die Polizei kommt, dann wirst du verprügelt. Das nicht sind, von ja, das sind die russischen Mütter aus der Türkei. Ja, die schaffen jetzt die Polizei. Was hast du für eine grosse Enttäuschung? Ja, eine grosse Enttäuschung ist eigentlich auch nicht so überraschend wie auch bei dir. Also, weißt du, eben das Rimini, wo wir waren, das ist einfach so, das Disco, das Strand und Partyleben, so von eben um die 20 herum, habe ich einfach schon da irgendwie gefunden. Das ist einfach nur langweilig. Mhm. Überall rupfen sie irgendwie in einen Club, hey, come on in, und sind einfach nur so, es ist einfach grusig und blöd und so, also wirklich nicht geil. Mhm. Also alle die Tourist-Spot, abgesehen von Mallorca, muss ich wirklich sagen, Mallorca ist wirklich geil. Mhm. Finde ich so, das nervt mich, wenn sie so, komm da zu uns, wenn du am Restaurant vorbeilaufst. Also, lönt's. Mhm. Wir kommen schon, wenn es fein ist, zum Essen. Nee. Das habe ich nicht gegeben, das hasse ich auf so Märkte und so. Lucky, wirklich direkt die Schnur erscheinen. Ja. Da werde ich zur russischen Mutter. Ist eine Klappschaufel ein Muss für die Strandferien? Fragt der oder die Renegade? Ich finde, wenn die Renegade heisst, ist ja. Nein, eine Klappschaufel ist natürlich ein Muss für den Strand. Gib einem Strand, einem 50-jährigen Mann, eine Schaufel. Und er ist 4-5 Stunden beschäftigt, weil er einfach ein Loch grabt. Ja. Wieso auch immer, er grabt einfach, es ist so. Gib mir einen 50-jährigen Mann am Strand auf einmal ein Loch. Also ich kann das nur empfehlen, so einen Klappspaten mit in die Ferien zu machen, der Heidefreude das Loch grabt. Schon. Und dann der Kanal vom Meer, weißt du, dass nachher Wasser reinkommt. Ja, genau. Also ich habe das mal beobachtet, wie so eine Gruppe Männer ein Loch bodelt haben, bis sie können stehen und bis komplett stehen. Also das war 2 Meter tief, gewesen, das Loch. Freuen sich alle Jogger dann je nachdem. Also dann kann man sagen, ja, wenn die Frage ist beantwortet. Ich bin bestimmt, ich finde auf keinen Fall. Wieso? Ja, alles ich was... Loretemoor oder vielleicht nicht. Dort haben wir Baggerett, haben wir nicht geschaufelt. Ja. Das ist auch nicht viel besser gekommen. Ja. Kann man noch ohne Flugscham fliegen, wird der Arctic Penguin wahrscheinlich im eigenen Interesse fragen. Da bist du der Experte. Da finde ich ja, aber nur First Class. Ja, das muss sein. Wenn es dir schlecht geht, dann fahren einfach gut schlecht. Ja, weil ich finde, dann so ist bequem. Auch einfach, dann hast du auch für das, was du rauslässt, eine ordentliche Sitzverteilung. Ja. Oder? Also das ist, da transportierst du möglichst viele Leute dann für das, was du rausblasst. Nein, Flugscham kenne ich wirklich nicht. Also ich habe kein Kind. Die Ausredatoren schon mal nicht, wo eigentlich viel mehr CO2-Schleuder sind als jedes Flugzeug. Nein. Ja, musst du ja nicht anzünden. Ja, meistens solltest du das nicht machen. Nein, wenn man schaut, bezogen auf den gesamten weltweiten Verbrauch von fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Kohle, Gas, macht der Flugverkehr 2% aus. Okay.
Aber irgendwo muss man den Hebel aber ansehen. Ja, aber das ist einfach, also weißt du, das Internet, Kleidung etc., das ist alles viel die grössere Schleudere. Mhm. Und darum, also es ist jetzt nicht ein Aufruf mehr zu fliegen. Ich finde alles, was man machen kann, super. Genau darum finde ich auch Elektroauto, alles, was wir können machen, unbedingt machen. Man könnte auch von mir aus gerne morgen die Flugpreise verdoppeln. Null Problem damit, weil das würde schon mal das Problem ein bisschen lösen. Man sieht allerdings auch, oder, jetzt, wo die Benzinpreise so hoch sind, die Leute fahren nicht weniger Auto. Es ist eine Scheiße. Sie fluchen Leute, aber offensichtlich sind wir noch lange nicht an der Schmerzgrenze. Ich bin massiv gegen Billigflüger. Also ich reg mich grausam auf, für wie wenig Geld, dass ich noch mit hier kann fliegen. Es ist, glaube ich, günstiger, auf Genf zu fliegen, als mit dem Zug zu gehen. Mhm. Das ist für mich auch, das geht für mich wie nicht. Verstehe ich nicht. Aber dass ich jetzt irgendwie so auf Ferien verzichten soll, weil irgendwie jetzt 4 Kids for Friday for Future noch das Gefühl haben, wir müssen alle jetzt aufhören fliegen, dort ist nicht die Lösung vom Problem. Wir müssen das Problem für die Erderwärmung finden. Eine Lösung, nicht das Problem haben wir genug groß. Wir müssen eine Lösung finden. Aber für mich ist es nicht. Das Fliegen ist wahrscheinlich einer der kleinsten Teile. Ja, und vor allem, ich finde, es ist halt immer eine Gesamtrechnung. Genau. Also, was hilft es denn, wenn du sagst, ich fliege nicht, aber du wohnst irgendwo in einem Altbau, wo völlig durchlöchert ist und führst mit Öl das ganze Jahr, oder? Ja. Und irgendjemand anders fliegt zweimal im Jahr, wohnt aber in einem Energiehaus, wo mit Kollektoren ausgestattet ist und fast Selbstversorgung autark ist, oder? Also, es ist Gesamtrechnung, oder? Und man kann überall ein bisschen schauen, und wenn man überall ein bisschen schaut, dann darf man auch ab und zu einem Flüger steigen. Noch schöner sind die, die so reden, ja, wir fliegen nicht gut, oder wir sollen kein SUV haben und einen schönen grossen VW-Bus haben. Ja. Ja, das finde ich lustig. Ja, du hast auch ein 2-Tonnen-Auto. Mhm. Punkt. Ja. Was für ein Ferientyp ist der Ueli Maurer, wird der Leonard wissen? Macht der Ueli Maurer Ferien? Nein, frage ich mich. Sicher nicht. Balkonien. Geht der Leonard mit dem Ueli Maurer in die Ferien und will jetzt vorher deren Tipps? Oder was ist, vielleicht ist er interessiert an seiner Tochter. Der Ueli Maurer hat ja Kinder, oder? Er hat, glaube ich, 12 Kinder oder so. Nein, 7, glaube ich, im ganzen Bundesrat. Ich würde schauen, wie alt sie dann wirklich ist, wenn sie einen russischen Pendel hat. Und ob sie einen russischen Pass hat oder nicht. Nein, der Ueli ist natürlich ein bisschen Schweizferien machen. Velofahren am Bodensee. So etwas. Ja. Oder? Und ich glaube, der Ueli ist so einer, dass falls er Strandferien macht, ist er also der Typ, der sich über den letzten Liegestuhl kriegen viel mehr freut als über ein gutes Glas Wein und ein feines Essen am Abend. Das ist das, was ihm überbleibt. Nein, der Ueli Maurer ist schon ein Connoisseur. Nein. Der schätzt ein gutes Glas Wein. Ueli Maurer ist kein Connoisseur. Der legt jedes T-Shirt an, das er mir in den Lump anhebt. Also wirklich. Vielleicht täuscht er mal uns auch. Weißt, vielleicht ist er auch einfach, hey, jetzt ist Thailand angesagt, Bitches, und geht ein bisschen auf Thailand gross tun. Wer weiß? Vielleicht ist er ganz anders. Ich glaube, so ein feines, kaltes Blättchen und ein feiner Weisswein, was mag Ueli Maurer sehr schätzen. Oder beim Giovanni im Cotto. Ja. Schön, das mag Ueli Maurer schätzen. Ja, doch. Wir wissen es nicht, niemand von uns ist, also außer die wollen mir jetzt noch etwas sagen, niemand von uns ist mit Ueli Maurer in jeder Ferie gewesen. Nein. Hm. Würde aber. Ich würde glatt kalt. Mit dem Ueli Ferie? Ich würde gerne mal mit Ueli Maurer zu Nacht essen. Das wäre sicher noch spannend, ja. Welche Feriendestination könnt ihr empfehlen, Schweizer? Das Tessin natürlich. Natürlich, das Tessin ist schön, aber nein, dann gehen schon, gut, sind eh schon alle zusammen dort. Würde ich empfehlen. Und unkonventionell Wyoming. Ah, schon mit dem TÜV durch, ne? Ja, mit dem TÜV schon durch. Ist wahnsinnig schön. Man muss sich einfach darauf vorbereiten, es geht nur geradeaus. Das ist recht, also ja. Die Straße geht nur geradeaus, aber Wyoming, das ist dort, wo halt die wilde Weste. Das ist Wyoming. Das ist sehr schön. Aaron? Ich würde sagen, Ostsee ist geil. Ja. Nordsee geil. Ob jetzt im Norden Deutschland oder Skandinavien grundsätzlich. Ich habe ja viele in Schweden gelebt. Da ist schon recht geil. Nord- und Ostsee. Finde ich super. Mhm. Ist auch immer ein bisschen kühler. Je nachdem, wie heiß der Sommer ist, ist es richtig geil. Ja. Mhm. Ja, bei mir wenig überraschend Mallorca. Jawohl. Erzähl mehr. Das ist ein meine zweite Heimat. Wahnsinnig schöne Insel. Aber ist es auch, muss ich wirklich sagen. Ich verliere mich jedes Mal ein bisschen mehr, wenn ich dort bin. Ich habe es jetzt wieder vorletzte Woche gedacht. Hey, es ist einfach...
es ist so, es hat so schöne Plätze. Mhm. Ich war in Buchten gsi, wo wirklich einfach, weißt du, ist es Malediven oder ist es Mallorca, wo einfach so herzig ist, die Leute sind nett, und es hat wirklich alles. Ich habe 18 Idee schon Ballermann-Ferienwoche mal gemacht. Mittlerweile bin ich nicht einmal mehr im Ballermann jetzt gewesen, vor zwei Wochen. Und das ist, das hat so viel zu bieten. Ich bin auf dem Berg hochgelaufen bei 38 Grad und du hast das gleiche Feeling, fast wie wenn du auf der Landzeit bist, einfach, dass du noch Schwitz ist dabei. Es hat wirklich, es ist urschön. So die alten Bauten und die kleinen Dörfli. Ist herzig und ist angenehm. Und alle sind mega freundlich. Es ist so freundliche Leute, obwohl sie Deutsche und Engländer en masse auf der Insel haben, sind die Einheimischen immer noch freundlich. Ja, es ist wirklich mega, mega schön. Ja. Ferienwünsche von den drei Comedy-Männern. Schöne, ja, schöne, schöne Ferienwünsche. Ja, schöne Ferienwünsche. Das waren Ferienwünsche. Schlimmste Flugerlebnis, wird der Janis wissen. Schlimmste Flugerlebnis. Ich glaube, wir sind einmal von Holland heimgeflogen. Jetzt kommt man ja von Holland nicht mehr so gut weg, je nachdem, wie der Flughafen dort gerade so läuft, wegen Personalmangel. Da sind wir von Holland heimgeflogen. Und dann hat man nicht können landen, weil das Wetter irgendwie nicht gut war, über Zürich. Dann haben sie uns in eine Warteschlaufe hineingeschickt und dann haben wir müssen etwa eine Stunde über Zürich kreisen. Und das musst du ja auf einer gewissen Höhe, du musst ja dann wie ein Level behalten mit dem Flüger, in so einem Korridor drin. Und dann sind wir eine Stunde im Kreis geflogen und das hat gerüttelt und gemacht und getan. Am Anfang haben sie alle noch ein bisschen lustig gefunden und mit der Zeit ist es allen ein bisschen schlecht geworden. Es ist immer ruhiger geworden im Flüger und du hast nicht rausgesehen, es ist draussen, weißt du, bist in der Wolke innen gewesen. Nicht so geil. Und irgendwann gelandet und alle kreidebleich zu dem Flieger rausgekommen. Das muss ein Bild gewesen sein. Wirklich, das ist nicht geil. Kann man sich vorstellen. Ja. Ja. Ich habe eigentlich nie so ein richtig schlimmes Flugerlebnis gehabt, aber mal ein spannendes. Als ich vor über 20 Jahren, der alte Mann erzählt vom Krieg, auf Australien bin, habe ich nach, wie hat das geheissen, Darwin, nach Darwin will. Das Darwin ist so im Nordwesten von Australien. Und habe das relativ kurzfristig gebucht und bin dann von Zürich auf Wien geflogen, von Wien auf Kuala Lumpur, von Kuala Lumpur auf Melbourne, von Melbourne auf Sydney und von Sydney, dann bist du wieder heim. Von Sydney auf Darwin und alles in einem Schnauz. Ich war etwa 43 Stunden unterwegs. Und mein Gepäck ist nicht angekommen. Ah, das ist aber komisch, ja. Ja, verstehe ich jetzt auch nicht. Aber ja, mit irgendwie Anfangs 20 steckst du das irgendwie noch weg. Ist kein Problem gewesen. Ich habe nie eine schlechte Flugerfahrung gemacht. Das Einzige, was mir so ein bisschen unangenehm war, ist, wir sind damals mit Energy, haben wir so ein Team-Weekend, respektive irgendwie 3 Tage oder was, gemacht in Barcelona. Barcelona. Und um ein bisschen Geld zu sparen, sind wir ab Bern-Belp geflogen. Unter anderem, und haben dann dort irgendeine Maschine, so eine Propellermaschine gehabt, bis auf Barcelona, aber das tut in diesen Maschinen. Da kannst du auch nicht miteinander schnurren. Und ja. Es ist einfach nur laut und eklig. Mhm. Aber mal ein gleiches Erlebnis halt. So. Sind, aber neben dir sind nicht so grün angelegt, die Dudes gucken, die noch am Fallschirm am Rücken kommen. Plötzlich sind sie verschwunden. Ich weiß auch nicht, wo die alle sind. Wieso machen Leute ohne Kind im Sommer Ferien? Will Chrissi wissen? Das ist unverständlich. Würde ich nie machen. Außer irgendjemand hat eine Vorliebe für Kinder. Aber sonst musst du nicht, Ferien machen, wenn Familie Ferien machen. Hat ja eh schon dann am meisten Leute, oder? Ist ja die Ferienzeit. Ja. Nein, macht das nicht, auf keinen Fall. Ja, macht keinen Sinn, ja. Ja. Garmin schreibt, ich wollte irgendwo hinfliegen, weiss aber nicht, wo hin. Ja, ja, das Pech. Tut mir leid für sie. Ja. Schön. Ja, Garmin. Hat jemand einen Tipp, wo soll sie hin? Nicht fliegen, ja, wenn sie nicht weiss, wann ist. Es muss niemand fliegen, du willst vom Konkurrenz. Aber es ist wirklich wahr, dann flieg nicht. Dann, ja. Hey, ich bin gerade vor ein paar Tagen mit dem TÜV über den Susten reingefahren. Es sieht aus wie im Yosemite-Nationalpark oder wie irgendwo, keine Ahnung, in Südschweden oder so. Es ist so schön. Man muss nicht immer zum Land aus. Man muss nicht immer fliegen. Beste nicht-hochdeutsche Ort, eine Liege zu reservieren. Nicht-hochdeutsche Art. Ja, aber dann bring den eigenen Liegestuhl mit oder so, ne? Es geht einfach nicht an einen Ort, wo du eine Liege reservieren musst. Nein. Das fängt es an. Also, ja. Weil das heisst, es hat ja viele Leute. Ja. Das ist nicht geil. Nein. Was ich manchmal noch geil finde, sind so in Italien, so die Strandabschnitte, weißt du, wo es wirklich so Liege an Liege haben und oben haben sie ein kleines Restaurant und so. Wenn die in der Nebensaison, wenn die nicht rappelvoll sind, oder, und die Liegestühle nicht wirklich
Fuß an Fuß stehen, dann ist das einmal noch lässig. Oder? Dann kannst du nicht irgendwie, keine Ahnung, für 15 Euro am Tag kannst du einen Liegestuhl reservieren, kannst immer rauf, hat immer schön etwas Zeberl holen, hat ein WC dort und ja. So, bist du am Strand. Das finde ich noch geil. Aber an einem Ort, wo du dir musst eine Liege reservieren, mach nicht solche Ferien. Heisst, nein, der Name gibt es keine, ein paar haben das gefragt. Ja. Mach nicht solche Ferien, wirklich nicht. Wobei, Profi-Tipp, weißt, wenn du wirklich willst, deine Liege so reservieren, dass niemand daran hängt, bring eine eigene Leiche mit. Leg die in dieser Zeit her, wo du nicht dort bist, geht niemand drauf. Da könnte auch eine schlafende Person sein, musst du sie dann einfach irgendwo wieder in den Kühler legen. Ja, wenn, wenn was auch Möglichkeit ist, sich komplett nackt auf die Liege zu legen, sich zu wälzen, alles so ein bisschen einzureiben. Ja, das ist das Prinzip, wie früher als Kind, wenn du irgendwie das Glas abgeschleckt hast, haben es alle anderen auch nicht mehr lernen. Ja, geil. Ja, das vielleicht hast du genau die Leute auf deinem Liegestuhl, die du nicht willst. Aber weißt du, wer im Fall zu Mallorca immer so Ferien macht auf so Liegestühlen, eben wo in der Legebatterie? Nein. Wie heisst der da? Der Kultbrutzler vom Blick? Nein. Wie hat der geheißen? Dieter Bohlen. Der macht solche Ferien. In Galarachada ist der am Massenstand. Also, wie gern musst du angesprochen werden, wenn du als Dieter Bohlen in Galarachada, wo jetzt wirklich nur Deutsche sind, das machst du? Ja, vielleicht hätte er das einfach gern. Ja, wahrscheinlich. Was macht man, wenn man andere Schweizer in der Ferien trifft? Also, wenn man die nicht treffen will, gehst du ins Ausland. Den Schlitten heben. Also. Das Problem ist auch im Ausland. Irgendwo hast du immer einen Schweizer. Ja, immer. Das ist wirklich so. Immer. Ich bin auch mal auf Malediven gereist. Irgendwie habe ich auch schon erzählt im Podcast. Irgendwie 15, 16 Stunden Reise. Wir erinnern uns dann alle, dass du schon auf den Malediven warst. Dann gehst du raus, liegst auf dem Liegestuhl und nebendran. Du, Reto, hast du auch noch irgendeinen Alten? Dann denkst du, oh, fuck me, wirklich, für das bin ich nicht 16 Stunden gereist. Und dann die alles entscheidende Frage. Sind ihr auch aus der Schweiz? Nein! Wir reden aber Schweizer. Nein, wir sind aus Costa Rica, aber wir reden daheim Schweizerdeutsch einfach als Gag. Wir haben es uns über das Internet eingebracht. Den Online-Kurs von Babbel kann ich euch empfehlen. Der läuft ohne Ende, wirklich. Der Tim will wissen, was sollte man beachten, wenn man allein reist? Dass man allein bleibt. Wirklich, wenn du allein gehst, reisen gehst, solltest du nicht andere Leute treffen. Doch. Du, dann gehst du allein reisen. Du gehst allein reisen. Ja, dann kannst du auch mit anderen reisen. Nein, kannst du eben nicht, weil wenn du mit jemandem gehst, den du kennst, oder? Und dann ist es ja meistens so, dass man sich dann später, also wenn man jetzt nicht mit einer Partnerin, Partner geht, sondern einfach mit Feriengespendli und man reist, nicht Ferien. Der Tim, wie heisst er? Der Tim. Redet von Reisen, oder? Ja. Also so, sagen wir mal, so 4 Wochen irgendwo unterwegs ins Land. Spätestens nach 2 Wochen verkracht man sich. Ja. Darum gehst du ja allein. Ja. Und wenn du jetzt lernst jemanden kennen, wenn du nach 2 Wochen verkrachst, dann ist es kein Problem, weil dann kann jeder wieder seinen Weg gehen. Nein, die Gespräche kennenlernen, die Backpacker-Gespräche. Hey, where are you from? Gern gestellt. Yeah, I'm from Switzerland. I'm from... Weiss ich mal. I'm from Sweden, I'm from Germany. Spannend. That's it. Where have you been? Yes, I have seen the forest, I have seen the waterfalls. Ich habe beim Reisen Freundschaften fürs Leben geschlossen. Du hast keinen Kontakt mehr mit diesen Leuten, du lügst. Sicher, jeden Tag. Ja, Facebook befreundet sie und nie einander schreiben zählt nicht. Was man füreinander fühlt, das zählt. Ah, ja. Und also einmal durch Trimmis durchfahren gilt im Fall nicht als Reis. dreckige Trimmis. Die Queen. Nein, Trimmis ist grosses Kind. Entschuldigung, kommen die Trimmis. Wie heisst euch jemand, von Trimmis kommt? Trimmisser. Die Queen will wissen, wo machen Verliebte Ferien am gescheitsten? Ja, am gescheitsten gar nicht. Du kannst ja daheim bleiben. Weil wenn du frisch verliebt bist, weiss nicht, bist du vielleicht gar nicht so viel zum Zimmer raus. Mhm. Ausser du musst irgendwie die WC-Schüssel flicken lassen. Oder so. Das war lustig. Es spielt doch keinen Ruckel, wo du hingehst. Für Verliebte. Also... Gomosee. Also, spontane Antwort Gomosee. Ich tue es euch mal erklären für alle da außen, die verliebt sind. Wenn man verliebt ist, dann spielt es keine Rolle, wo man ist. Ja. Es spielt keine Rolle, was für Zeit das ist. Und es spielt auch, und man hat auch immer Zeit. Sonst, das ist einfach so. Es spielt hinten und vorne keine Rolle. Ist gut? Ja. Weiter. Cooler Comedy-Podcast. Wow. Sabina will wissen, wie hält man die Kinder auf dem Weg in die Ferien im Auto ruhig? Du schaust mich an. Ja. Ja. Also ich hätte sonst auch einen Tipp, du kannst mir sonst sagen, ob es korrekt wäre. Bitte? Ich würde das Auto an die Sonne stellen, Fenster zu, Türen zu, 2 Stunden warten, ist recht ruhig noch immer. Ja. Mhm. Oder lass sie erst kiffen vor dem Fahren. Mhm. Ich habe gesagt, Chloroform. Mhm. Solid sedieren, viel K.O.-Tropfen, je nachdem. Musst einfach Dosierung im Griff haben. Microdosing macht es. Ja, Microdosing mit K.O.-Tropfen.
Oder du lässt das Kind gerade fahren. Ich meine, das ist lässig. Das ist für alle ein Erlebnis, mal das Kind an das Steuer lassen. Ja. Das ist für die Eltern spannend. Das ist die Fahrt ins Design ganz anders. Ja, vielleicht kommst du dann halt nicht ganz so weit. Nein, aber sie haben, die Kinder haben Freude, du hast Freude. Tipptoppi-Sache. Ja, also. Und, wo sind wir in der Ferien? Wo haben wir Ferien gemacht? Ja, bei uns in der Auffahrt. Wieso? In den Finish gefahren. Ja. Außer die Reparatur von der Stoßstange hast du die günstigsten Ferien gehabt. Haben Ferien gekostet. Jonah! 54 und 3,5 Millionen für den neuen Stoßstange. 54 Skola gewesen. Ja. Für den TCS-Mitarbeiter. Kaffee für den TCS-Mitarbeiter und 3,5 Millionen für die neue Front. Jonah will wissen, am Aaron seine Meinung zu Kreuzfahrten. Ja, nicht zum guten Glück am Aaron seine Meinung. Wir wissen ja alle, ich bin Experte für Kreuzfahrten. Ja, und Stefan und ich sind ja nicht da. Nein, wir haben von Kreuzfahrten ja auch keine Ahnung. Da bin ich eingefragt, aus irgendeinem Grund. Kreuzfahrten, tolle Sache. Wenn du mit, weißt du, zum Beispiel auf einer Costa Concordia, dort ist wenigstens ein bisschen Action. Ja. Nein, hört auf mit Kreuzfahrten. Eingesperrt sie auf einem... Hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nein. Nein, das ist, das ist Schwimmens Musical. Nicht. Da bist du einfach eingesperrt dort drin. Und dann brauchst sie machen alle Unterhaltung, dass die Leute, weil es den Leuten so langweilig wird, dass sie auf dem Meer raus sind. Dann bleib am Land! Es hat Kino gehabt. Ja, sag auch. Dann gang ins Kino daheim. Aber hast du gehört, wer schon mal eine Kreuzfahrt gemacht hat? Ich bin auf einer Buch. Ich bin mal auf einer Buch. Natürlich, oder? Ich bin mal auf einer Buch. Ich kann als Tipp noch mitgeben, wir haben schon viel zu lange aufgenommen, wir müssen es kurz halten jetzt. Ich kann es als Tipp mitgeben, schauen, dass ihr ein All-Inclusive-Alcohol-Package habt. Ja, außer zu saufen und fressen, kannst du wirklich nicht viel machen. Spart euch, wenn möglich, die Ausflüge mit der Gruppe. Es ist einfach ein Abzocke von einem Laden zum nächsten, wo sie dich führen. Geht lieber, wenn ihr lang geht, geht alleine. Wir nehmen das Taxi vor, dann einen schönen, ruhigen Ort. Das wäre mein Tipp für dich. Oder lohnt sie, geht einfach nicht auf ein Kreuzfahrt. Ja, das ist mittlerweile, da kann man sagen, ist nur die schlechte CO2-Bilanz als ein Flugzeug. Machen wir eine Speedrunde. Was darf an einem Buffet auf keinen Fall fehlen, Aaron? Teller. Das ist für mich ein Must. Ja, also da bin ich jetzt, aber ich weiß nicht. Ja, aber kalte Teller. Kalte Teller. Fühlt sich in einem Hotel am Morgen, beim Zmorgenbuffet sind Teller, sind fast heiß gewesen, weil es frisch für die Abwaschmaschine aus ist. Es geht nicht. Ein Zmorgenteller muss kalt sein. Ist All-Inclusive über- oder unterbewertet, Schweiz? Komplett überbewertet. Hör auf mit All-Inclusive. Geht aus und schaut das Land an. Zahlen die Parkgebühren, wenn ihr im Ausland sind? Ja, gern für andere, auch wenn ich kein Auto habe. Es ist einfach lässig, im Ausland Parkgebühren zu zahlen. Ja, tolle Automaten haben. Ja, und es kostet vor allem einfach die Hälfte von da. Ja. Nein, da sparst du einfach, wenn du im Ausland Parkgebühren zahlst, im Vergleich zu da. Also in Spanien stellst du ja mal einfach irgendwo an der Karre. Grundsätzlich, jetzt zu Mallorca. Und wenn du den gleichen Bus bekommst, sehr geil, wenn du sie sofort zahlst, glaube innerhalb von 2 Tagen, oder es hat sogar extra so Automaten, wo du schon Parkbus kannst zahlen, kommst du Rabatt über. Ich glaube, bis zu 70% neben dem Parkautomat ist der Parkbussenautomat. Ja, wirklich so. Sehr schlau. Ja. Nein, es ist wirklich eigentlich geil. Ja, total. Du, vor allem, du kommst recht vergünstigt, wenn du so gut sagst. Ferien als Veganerin, Tipps? Anyone? Das Essen mitnehmen? Keine Ahnung. Ja. Ja, kannst du wahrscheinlich irgendwo an. Nein, nicht auf Island. Wegen? Auf Island, dort haben die Schafe schon alles Gras weggefressen. Ja. Das würde ich nicht machen. Wirklich, jetzt sind wir schon da, jetzt machen wir schon Veganer-Witz. Sie wollen nur kein Fleisch essen, lassen Sie doch in Ruhe. Ja, alles gut. Ja. Woher würde... Ja, dann soll sie aber nicht explizit fragen. Dann soll sie einfach wie jeder andere reisen. Wieso? Woher würde... Also, es gibt überall kein Fleisch. Das ist wirklich... Das ist kein unique selling point. Wir sind das Land, das nur Fleisch hat. Also, ich sage euch jetzt, ein guter Reisetipp als für Veganerinnen und Veganer ist natürlich... Der arabische Raum, weil die arabische Küche, besonders die libanesische Küche, die kann man sich wirklich sehr gut vegetarisch und vegan vertun. Und zwar Gerichte, die schon tausende Jahre alt sind. Ich rede jetzt nicht irgendwie von Pressed Chicken, McNuggets und Brokkoli. Weiter. Woher würdet ihr nie in die Ferien, auch nicht, wenn es gratis wäre? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube Dubai. Fix Dubai, würde ich nicht, wirklich nicht machen. Würde ich mir, nicht zum Salt Bay gehen, ein goldiges... Nein, wirklich. Da reizt mich null. Nein. Je mehr Influencer das es zeigt, desto weniger reizt mich. Ich bin mir noch Team Las Vegas. Nein, das finde ich gleich schlimm. So die künstlichen Welten, die irgendwo in eine Wüste geknallt sind, nein. Einfach nicht. Du bist noch nie in Las Vegas gewesen?
Nein. Ich bin in Abu Dhabi schon gewesen, bin durch Dubai durchgefahren. Mich reizt es auch nicht. Es ist nicht mein, es ist auch immer wirklich noch so rückständig. Dubai geht noch halbwegs, aber eben dann Abu Dhabi, wo wirklich damals mit der Freundin nicht dürfen Händchen heben und sie muss irgendwie hinten dran laufen und all den Scheiß. Aber ich finde es grundsätzlich eine schwierige Frage, wo würde ich nie annehmen, wenn auch nicht, wenn es gratis wäre, weil ich merke so, dass ich alle Sachen, die ich hasse, fange ich früher oder später damit an. Also, ich bin kurz vor Biathlon, wirklich. Aber Stand jetzt würde ich sagen China. Aber auch wenn Frauen so furchtbar attraktiv sind, die Biathlon machen, oder? Nicht einmal ein bisschen. Okay. Wirklich, nicht mal ein bisschen. Ist euch schon mal etwas am Zoll passiert? Mit der Alessio wissen? Noch nie am Zoll geschafft. Nein, ich habe nicht am Zoll geschafft. Ich bin am Zoll in Zürich mal rausgenommen worden mit dem Wort, jetzt schauen wir mal, was der Büssi dabei hat. Wow. Wow. Ja. Nicht cool. Nein. Hure nicht cool. Ja. Nein. Also ich glaube, er hat es nicht im Sinn von «Aha, es ist nicht mehr Wunder, was im Koffer ist», sondern mehr so ein bisschen lustig. Ja, mal schauen, ob du irgendetwas mitgenommen hast, was du nicht sollst. So. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass die, wenn sie irgendjemanden kennen, Leute rauspicken und finden, jetzt schaue ich dann besser mal ja, im Koffer. Einfach ja, oder einfach zum mit dir schwätzen. Ne? Ja. Ich kenne eine Geschichte von einem internationalen Prominenten, wirklich aus zweiter Hand, nicht von ihm, aber von jemandem, der ihn quasi betreut, einen internationalen Prominenten, der mal am Zoll, wo in der Schweiz wohnt und dann am Zoll mit seiner Modelfreundin, wie halt internationale Prominente halt so Modelfreundinnen haben, rausgenommen worden ist und dann haben sie da angefangen, dann ihre Koffer und alles durchsuchen und dann irgendwann ist er so hässig geworden, dass er ihre Unterwäsche genommen hat und durch den ganzen Zoll gerührt hat und gesagt hat, das ist doch das, was er sucht, das wollen wir doch sehen, da, bäh. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass man, wenn man am Zoll schafft, gerne mal so einen Promi rauspickt. Ja, kannst du ja auch einfach machen. Ja, das ist Voyeurismus pur. Was muss man in Bali gemacht haben, fragt Carmen? Aus dem Flieger steigen. Sie ist gar nicht so erst, cool. Ich will gar nicht erst schwierig zum Herkommen. Ja. Ich, ja, Bali reizt mich überhaupt nicht. Ich kenne nur Bali Express. Quasi. Wow. Okay, und das, du beklagst dich über Veganer. Ja, ich will es sagen. Was ist der Reiz daran, im Bünzli-Modus mit allen anderen an den gleichen Ort zu gehen, will der Fabio wissen? Kann ich sagen. Als Camper, oder? Wenn du jetzt zum 12. Mal auf den gleichen Camping gehst oder in die gleiche Ferienwohnung und so, schön ist, du schaltest ab Sekunde 1 ab und du weißt, wo ist alles und so. Ja. Und das ist der Reiz an Ferien am gleichen Ort. Ich habe das lange auch nicht verstanden. Das ist etwas, was man dann mit dem Land, mit dem Alter ein bisschen versteht. Das ist nicht etwas, was ich jedes Jahr machen will. Oder nur solche Ferien. Ja. Aber ab und zu so Bünzli-Ferien an einem Ort, wo du weißt, da funktioniert alles. Ich weiss, da ist das, da gibt es dort, die beste Pizza gibt es da, oder der schönste Strand ist dort. Das macht, das tut Ferien sehr erleichtern. Insbesondere mit Kindern. Ja. Das schleicht sich so ein und es ist hure bequem. Du, eben genau, du kennst die Läden. Das Planen ist schon einfach. Ja. Du musst nicht lange überlegen. Nein. Du musst nicht mal überlegen, wo du durchfährst. Alles ist rum. Du kannst wirklich gerade abschalten. Du kommst an und los. Wo gehen wir? Geil. Strand. Ja. Das ist übrigens ein Grund, wieso du Mallorca so toll findest. Ich wollte gerade sagen, ich habe ja wirklich das grosse Glück mit Mallorca oder auch der Ferienwohnung, die wir haben auf der Lanzerheide. Das ist wie in ein schönes Zuhause kommen. Du fühlst dich sofort zu Hause, aber es ist eine schönere Umgebung als dein zu Hause. Ist halt aufgeräumt, oder? Das auch. Und der Grill hat einen Hebel. Der Tom fragt, ich würde gerne Ferien auf dem Milchbauernhof machen. Tipps und Ideen? Gang ins Internet und recherchiere mal nach Milchbauernhöfen. Würde vielleicht helfen. Ja, oder mal mit einem Milchbauern reden. Der Milchbauernhof von Jürg Büchi. Können wir empfehlen? Können wir empfehlen, der kann dort sicher ins Stroh liegen. Könnt ihr bei mir auf dem Insta-Account schauen. Wirklich schön, ja. Ich würde vielleicht sogar Ferien machen. Ja, absolut, ja. Ferien in den Bergen, wo an, fragt sich einer? Ja, nicht gerade in der Felswand rein. Berner Oberland, der schönste Ort auf dieser Welt. Falsch, der schönste Ort von dieser Welt ist Graubünden. Nein, es ist der geilste Kanton der Welt. Ja, also, ja, Sie sagen es scheint. Aber der schönste Ort auf dieser Welt ist Berner Oberland. Und nein, Arosa Lenzerheide. Du kannst nicht vergleichen. Also, weißt, ich war schon häufig in Arosa, ich habe auf der Lenzerheide gearbeitet und gewohnt. Das sind zwei wunderschöne Orte mit netten Menschen. Aber du kannst das am Fuße des Eigermönch und Jungfrau, das kannst du nicht vergleichen mit diesen Hügeln dort in Arosa und in Lenzerheide. Ich muss es leider ein bisschen deutlich sagen. Auch wenn das dort toll ist zum Skifahren und gut zu essen und liebe Leute und alles. Aber die Berge
im Berner Oberland, wie im Engadin halt auch. Das ist schon nochmal eine andere Liga. Du hast einfach die richtigen Orte. Und ich nehme dich den Sommer mal mit. Sehr gerne. Auf Lenzer Heide. Sehr gerne. Ich nehme mich wunder, was du mir auf der Lenzer Heide willst. Ich habe 2 Jahre nicht gelebt, aber ja, ich bin sicher, wir finden das Plätzchen, ein Fels, der noch nicht da war, wo ich damals da war. Weißt, das Ding ist ja, dass du wahrscheinlich bis heute Lenzi sagst und sie dir drum. Wo sagt der, der vor ein paar Wochen zu mir noch Lenzi gesagt hat, bis ich dann mal aufgehört habe, dass es Heide heisst. Das kann ich Wow. Ich bin sicher, ich finde eine WhatsApp-Nachricht, wo du Lenzi schreibst. Also, ich könnte mir fast vorstellen, dass ich das finde. Finden wir die? Ja, ich tue nachher. Jetzt komme ich noch mit meinem Bergentipp. Ich sage den Alpstein. Einfach weil ich dran hingesehen und das Wunderschönste da oben. Ja. Wir haben für den Dunstgias einen schönen Grund gedreht. Ja. Und danach haben wir gefragt, was ist denn dort auf der anderen Seite? Und dann sagt sie, ja, dort ist es eben nicht so schön. Okay, gut. So, letzte Frage. Da sind wir eigentlich bei der Frage, die sich Schweizer ja ständig stellen. Ja. Strand oder Berge? Zum Hingehen oder zum Essen, oder was? Nein. Zum Anreisen. Zum Mitnehmen. Strand oder Berge? Ich bin schon eher Strand. Ja, muss ich sagen. Ich bin für Berge. Ich finde Berge schön, wenn ich dort bin. Okay, mal irgendwo ein bisschen laufen und so, Skifahren. Aber grundsätzlich bin ich lieber am Strand. Lieber im Strand. Das ist wie Fleisch oder Käse. Schwierig. Ich weiß nicht, warum es oder muss geben. Eben. Das ist ja der Luxus von unserem Land. Von uns Schweizer, wir haben alles. Strand, Berge. Ja, wir leben im reichsten Land oder im besten Land der Welt. Da kann man sich auch beides geben. Ja. Macht Ferien in der Schweiz. Die Empfehlung können wir wirklich geben. Ja. Erstens, weil es auch fantastisch ist. Und zweitens, weil wir den Nerven zu machen. Zum Beispiel in Arosa oder auf der Lenzer Heide. Genau. Auf der Lenzi. Auf der Heide. Lenzi machen. Oder der Heide. Ins Berner Oberland müssen nicht kommen. Dort bin ich. Dort will ich wirklich auch nicht hin. Und was man auch als Grundsatztipp kann mitgeben, wenn ihr jemanden trefft auf Reisen, egal ob ihr jetzt allein geht oder in Gruppen, fragt die Leute, hört ihr auch Comedy-Männer? Ja. Wenn sie es nicht hören, könnt ihr gerade wieder gehen. Ja. Unbedingt. Ja, stimmt, mit denen müsst ihr nicht weiterreisen. Das ist aber eh ein guter Ferientipp. Ja. Alle unsere Folgen, alle nochmal durchlassen, 1-2 Mal zum richtig schönen Ferien. Genau, das hilft. Ja. Wir kommen wieder zurück, irgendwann, glaube ich, Mitte, Ende August. Ja, Mitte, Ende August. Es ist sicher ein Montagabend auf YouTube oder ein Dienstag auf all euren Lieblingsplattformen. Danke vielmals. Ja. Sind ihr auch in diesem halben Jahr wieder so treu mit uns mit dabei gewesen. Wir freuen uns auf das nächste halbe Jahr, wo dann in der zweiten Staffel losgeht. Geniessen eure Ferien, wenn ihr wegkommt. Vom Flughafen. Und wir freuen uns vor allem, euch endlich zu sehen jetzt dann, im nächsten halben Jahr. Wir sind ja auf Tour, es hat noch ein paar wenige Tickets, holt euch die. Und habt einen schönen Sommer, geniessen es, entspannt euch. Adi miteinander. Adieu. Wir haben noch keine schlechtesten Pointe. Die schlechteste Pointe vom Podcast. Doch, die mit meinem Bali-Express. Bali-Express und Zander. Wir könnten jetzt einfach zum Schluss das Bild vom Schweiz in den Badhosen einblenden als schlechteste Pointe. Wow. Aber wow. Wir können es einfach sein. Ich bin froh, wenn es Badhosen ist. Wow. Wenn du wächst. Ron hat mich schon nackt gesehen im Gegensatz zu dir. Er hat es schön gefunden. Ich habe es mega schön gefunden. Ich habe es auch gesehen. Ich habe heute noch traumatische... Er ist gumpet. Ich gehe jetzt ins Handy schauen, ob du mir schon mal Lenzi geschrieben hast. Mach das. Was, wenn du es gemacht hast? Das ist durchaus denkbar. Und da hast du mich auch noch gesehen. Wow, okay.